Hey, Cracks, endlich ist es soweit. NBA 2K15 war gestern bei mir im Briefkasten. Ich habe es natürlich gleich reingehauen und so ein bisschen die ersten Videos aufgenommen, die ich natürlich euch heute hier präsentieren will. Wir starten mit meiner Karriere, das heißt, wir kreieren einen Spieler, wie ihr gerade seht. Entschuldigung, ich habe leider keine PS4-Kamera, deshalb kann ich keinen Facecam machen, was eigentlich richtig cool wäre. Weil diese Standardgesichter, die sehen alle irgendwie ein wenig seltsam aus, was die Augen betrifft. Aber was soll's. Und ja, sobald ich den hier fertig habe, werden wir auf jeden Fall mit meiner Karriere starten. Ich denke, ich werde, ich weiß nicht genau, vielleicht so 3 bis 4 Videos in der Woche bringen. Das ist so geplant. Schauen wir mal, ob ich die Zeit dazu finde. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin gespannt, wie sich das alles neu präsentiert in den 15ern. Da wurde so viel gehypt um das Thema. Bin auf jeden Fall gespannt. Und ja, das erste Spiel, das heißt, wenn wir jetzt ein Spieler kreiert haben, kommen immer diese, sag mal, Zwischensequenzen, wo so ein bisschen zeigen, was so neben dem Spiel so alles passiert. Fand ich damals eigentlich ganz okay, war jetzt nicht das Beste. In diesem Jahr soll es ein bisschen besser werden, ein bisschen emotionaler. Es sind viel mehr NBA-Stars wirklich mit ihren echten Stimmen und so weiter aufgenommen worden, weil im NBA 2K14 war es auch so, dass man zwar die Spiele gesehen hat, aber die Stimmen waren einfach gar nicht da. Ja, das heißt, der hat irgendwas erzählt, der NBA ist da unten war Untertitel, aber es war einfach keine Stimme dazu da, was alles ein bisschen scheiße eigentlich war. Und dieses Jahr wurden alle wirklich vertont. Das heißt, man hat hier die Originalstimmen der NBA-Spiele aufgenommen, was ich ziemlich cool finde. Immerhin investieren sie das Geld, das sie auch verdienen mit den ganzen, sag ich mal, In-Money-Käufen, mit diesen ganzen VCs. Finde ich auch schon mal eine ganz coole Sache. Und ja, hören wir uns mal an, was unser Agent uns sozusagen hat zu unserer misslungenen Draft. There's my guy. Your guy? Your guy? Your guy was told by his agent that he was gonna be a late first round, maybe second round draft pick. Your guy's supposed to be in New York with the rest of those chumps. Your guy's about to blow his freaking lid because his dream of being in the NBA is still just a dream. Hey, chill, man. I know this isn't how we wanted it to go down. Believe me. Like I told you, you're my last best hope at the agency. If you wash out, I wash out with you. But I was thinking. Maybe this was the best thing that could have happened to you. How you figure that, genius? Better to go undrafted and have a choice than to be picked late by a stacked playoff team where your chances of making the team are about as high as my chances of dating a supermodel, which, despite my contagious charm, are pretty freaking slim. So what's the move, man? This just affects our timing, okay? You just gotta keep working hard and be ready. Injuries, overhyped draft picks. Sooner or later, players are gonna wash out and they are going to call you. You hear me? Yes, I hear you. Good. Remember, Jordan was cut from his high school basketball team and made fools pay for it the rest of his career. Use the draft day slight as motivation, a chip on your shoulder at the beginning of a long journey. And like every journey, this one begins with a single step. So your first step? Is to keep working hard. And we'll find you a home before you know it. All right, man. I'm believing in you, bro. Make it happen. Undrafted? Basketball has been my life since day one. What am I gonna do now? This can't be the end. Is my dream really dead? Okay, also. In der Draft wurden wir leider nicht gezogen, aber unser Agent sagt, er versucht sein Bestes und wir werden gleich sehen, wir werden unsere Chance bekommen. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt.
So, 6 Monate später. Was ist passiert? Schauen wir es. Was ich krass finde, sind die Ladezeiten. Also ich habe gesehen, die Ladezeiten sind gar nicht ohne. So, jetzt hören wir mal kurz zu. Okay. I know you've been staying in shape, working hard on your game, waiting for your shot. Yeah, so when's that gonna be? Because you told me not getting picked was a good thing. It was. It was. This is America. Freedom of choice and all that good stuff. And that is why I'm here. Now is the time. Teams are able to offer 10-day contracts at this point, and I've been on the phone nonstop. There is some definite interest in you. What's that mean? I get to pick where I want to go? Whoa. It's not that easy, my friend. But there are several teams willing to give you a little tryout, see if it makes sense for them to sign you. Listen, man. First of all, you're not my friend. You're my agent. And second, where's the list? Because I'm ready to play. Keep in mind that these teams have varying levels of interest. If you want the 10-day deal, you're going to have to work a lot harder to impress some of these teams than others. Man, I don't care about that. Where's the list? Okay, here's the list. Let me know where you want to go and I'll make it happen. Okay, das heißt, wir sehen jetzt hier eine Liste von Teams, zu denen wir oder wo wir uns wünschen könnten, wo wir gerne spielen würden. Und wir sehen links ist auch so ein bisschen, das zeigt das Interesse von Team an uns. Dementsprechend, wenn das Interesse relativ gering ist, wollen die natürlich, wie man es rechts sieht, eine entsprechende Leistung, damit sagen, oh shit, eigentlich hatten wir kein Interesse an dem Typen, aber der hat so eine richtig geile Leistung gebracht, vielleicht nehmen wir ihn doch. Und ich sag's euch ganz ehrlich, das ist mein erstes Spiel, ich habe davor hier jetzt nicht irgendwie Trainingsspiel oder irgendwas gehabt, das heißt, ich werde wahrscheinlich erstmal richtig verkacken. Und wenn ich mir hier so die Teams angucke, ja, muss ich mal schauen, also eigentlich interessiert mich jetzt von den Teams hier auf jeden Fall die Phoenix Suns, trifft sich auch gut, weil das Interesse relativ hoch ist und auch die Leistung jetzt noch nicht so abgehoben ist. Und ja, ich glaube, ich werde mich für die Phoenix Suns entscheiden. Die hatten letztes Jahr eine ganz coole Saison. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Mal sehen, wie es weitergeht. Alright, wir sind in der Trainingshalle. Das heißt, wir werden gleich unser erstes Trainingsspiel haben. We saw your workout at the draft combine. You didn't dominate, but you held your own. But that was against college kids. Now we need to see you compete with the big boys. Real NBA players. You'll be running with the twos against the starters. We've got some established vets and some good players on this roster already. Chemistry is solid. But you do well enough today, we might be able to bring you in. Don't worry, kid. It's only the rest of your life, right? Oh, I ain't worried. I'm ready. Rest of my life start right here, right now. Let's do it. Okay, und hier sind wir schon jetzt mehr oder weniger mitten in unserem ersten Trainingsspiel, wo wir uns ein bisschen beweisen müssen, damit sie uns vielleicht doch noch draften oder uns irgendwie eine Chance geben, uns beweisen zu können. Wir sehen, ich spiele als Small Forward, relativ hohen, gut definierten, durchtrainierten Typen habe ich da erstellt. Bin ich mal auf jeden Fall gespannt. Die Attribute sind alles um die 60, 63. Ich habe noch keine erstellt, also man konnte hier nicht auswählen, dass man irgendwas schon verbessert oder nicht verbessert. Das muss man nachher durch diese verdienten Virtual Coins, also diese NBA 2K15 Währung, kann man sich die natürlich verbessern, die ganzen Attribute, wie Wurf, wie Dunking, wie Dribbling, wie Korbleger und so weiter und so fort. So, jetzt, komm, Fastbreak, okay, Kollege macht's, perfekt, der slammt das Ding rein. Und ja, die Steuerung ist eigentlich mehr oder weniger sehr ähnlich wie in der 14er, es haben sich ein paar Sachen auf jeden Fall geändert. Ich werde dazu noch Tutorials machen, was sich denn so alles geändert hat, wie vielleicht die ganzen Bewegungsabläufe gehen. Es gibt auch ganz coole Trainingsvideos, die mit NBA Stars zusammen gemacht wurden, wo sie wirklich mit der Originalstimme die erklären, wie so die Steuerung ist und so weiter. Finde ich eigentlich eine ganz coole Idee und auch cool gemacht. Und Rebound. Okay, mein Kollege hat schon wieder. So, wir rennen mal hier kurz vor. Wir stellen einen Block, der nicht genutzt wird. Wunderbar, wir rennen zum Korb, weil ich dachte, er wirft, aber er wirft nicht. Okay, wir müssen raus aus der Zone. Wir kriegen den Ball. Was machen wir mit dem Ball? Wir ziehen rechts ein, wir ziehen links. Wir wollen einen coolen Move machen und... Oh, shit. Da wollten wir mal wieder einmal zu viel zaubern, habe ich das Gefühl. Haben wir gleich mal gezeigt bekommen, was der Defense in NBA 2K15 so drauf hat. Okay, wir dürfen unseren Mann nicht aus den Augen lassen. Das ist ein guter Dreierpunktschütze.
Da mache ich einen Fehler. Oh, oh, oh. Zum Glück hat er nicht geworfen. Oh, da springe ich ein bisschen in die Luft, wo keiner mehr ist. Oh, und da habe ich ihn. Da habe ich den Ball. Wir stürmen nach vorne. Ich gebe den Ball ab. Wunderbar. Oh, der geht fast ins Aus. Kein Problem. Zum Glück nicht, sonst hätte ich wieder eine schlechte Bewertung bekommen. So, wir stellen einen Block. Wunderbar. Da kriege ich schon wieder ein paar Pluspunkte. Wir gehen in die Zone. Nichts passiert. Wir gehen wieder aus der Zone raus. Wir kriegen sehr, sehr, wie erwartet, wenig den Ball. Dann müssen wir eben anderes leisten, indem wir einfach Blocks stellen, Assists geben, uns unterm Korb beweisen, Rebounds holen und uns damit versuchen, die Möglichkeit zu ergattern, Punkte zu machen. Okay, okay, halt. Ah, zu weit weg für den Rebound. Jetzt hat natürlich der Gegner wieder den Rebound bekommen und... Okay, ich springe wie so ein Verrückter. So, jetzt muss ich den Point Guard garten, das ist natürlich nicht so gut. Der ist natürlich viel schneller unterwegs als ich. Oh, da habe ich ihm so viel Platz gelassen. Und ich werde natürlich gleich bestraft. So darf man natürlich einen Point Guard nicht stehen lassen. Zu viel Abstand. Er nutzt die Chance sofort und versenkt ihn natürlich. So, jetzt mal hier Freilauf. Ich gebe den Ball. Okay, ich gebe ihn wieder zurück. Das war mir alles ein bisschen zu stressig. So, jetzt mal versuchen wir mal hier einen Pick and Fade zu machen. So, er gibt mir wieder zurück, weil er nicht haben will. Kein Problem, ich gebe ab. Oh, fast verliere ich den Ball. Ich muss den Wurf nehmen. Leider nicht so ein schöner Wurf. Ihr seht unten die Anzeige. Das ist zum Beispiel eine ganz neue Anzeige. Die kann sich nach links oder rechts bewegen. Am besten wird der Wurf natürlich, wenn diese Anzeige ziemlich genau in der Mitte losgelassen wird. Beziehungsweise der Wurf in der Mitte losgelassen wird. Ansonsten trifft der Wurf eben nach links oder rechts entsprechend ab und geht nicht rein. So, ich glaube, ich muss mich ein bisschen frei spielen. Da kriege ich auch schon den Ball. Ich versuche nochmal einen Pick and Fade zu machen. Klappt leider wieder nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich stelle mich schon unter den Kopf für den Rebound und schnapp ihn mir. Yes, baby! Unsere ersten zwei Punkte, nachdem wir uns den Offensiv-Rebound erarbeitet haben. Sehr cool. So, da will ich irgendwie einen unnötigen Block stellen. So, ich gehe wieder zurück zu meinem Spieler. Nicht, dass er in der Grundlinie hier durchzieht und... Okay. Da konnten wir jetzt nicht viel machen. So, wir versuchen es wieder frei zu spielen gegen den Ball. Versuchen reinzuziehen, werden hier gleich von zwei bedrängt. Versuchen den Wurf. Oh shit, er geht wieder daneben. Oh, eine Wurfquote von 25, das ist natürlich jetzt nicht so toll. So, wir bleiben bei unserem Mann. Beobachten die Offensive, was die anstellt. Komm schon! Ah, shit, okay, Kollege hat aber den Ball. Versuchen wir einen Fastbreak. Ne, das kann nichts werden. Wir sind vorne zu wenig. Wir laufen in die Zone rein, kriegen den Ball. Wir nehmen den Wurf, ist doch ganz klar. Perfekt! So muss es sein. Ball nehmen, der Gegner ist noch ein bisschen weiter weg und dann müssen wir gleich den Wurf nehmen. Die Gelegenheit muss genutzt werden. Oh, da zieht er rein. Zum Glück verlegt er. Ich krieg den Ball, bin ganz alleine, versuch's natürlich. Aber ich glaube, meine Dreier-Attribute sind, glaube ich, dementsprechend schlecht, weil das war ein richtig schlechter Wurf, obwohl ich so schön frei stand. Und wieder nach vorne rennen. Mein Spieler hat schon überhaupt keine Power mehr, wie man sieht. Er ist total am Ende schon am Schnaufen sozusagen. Okay, wir gehen mal nach außen. Kriegen den Ball. Geben ab. Stellen uns natürlich gleich wieder unter den Korb. Blocken den Spiel aus. Aber leider hat er zu spät geworfen. Sonst hätten wir den Ball wahrscheinlich ganz cool bekommen. So, wir decken wieder unseren Mann. Perfekt. 6 zu 10 ist ausgegangen. Mal sehen, was der Trainer zu sagen hat. You obviously have the skills to make it in the NBA. But we're not sure you have the right body type or the skill set to do it night in, night out. Hey, keep your head up. Hang in there. We'll see if we can make something happen.
Also wenn wir keinen durchtrainierten Körper haben, dann weiß ich auch nicht. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Die Leistung war wahrscheinlich okay. Wir hatten ein C+, weil das, was die eigentlich gefordert haben. Dementsprechend erwarte ich, dass wir zumindest eine Chance bekommen, aber wir vielleicht nicht gleich für die volle Saison spielen können. Vielleicht ein paar Tage, dass wir uns beweisen können. Und ja, wie ihr seht hier, die Wartezeiten, beziehungsweise die Ladezeiten sind doch recht. Okay, in dem Fall geht es so, aber wir werden sehen, wenn es danach von diesem hier ins Spiel geht. Das sind echt lange Ladezeiten, die werde ich einfach rausschneiden. Und hören wir mal zu, was jetzt passiert ist. Okay, 10 Tage Vertrag. Because you're an undrafted, unproven commodity. But they saw enough to take a flyer on you. So you have exactly 10 days, 240 freaking hours to show that you belong. You perform, you got a shot at a guaranteed deal for the rest of the season. We both live to breathe another day. You don't, you got a shot at being last in a long line of might events. And I'm probably out on the street too, living in this rat hole. Hello, rat hole? This is all I can afford, because you didn't get me drafted. Let's call it a charming fixer-upper. Now pack your bags. We're going to the show. Yeah, boy. I'm going to the league. I got my foot in the door, and I'm gonna kick this sucker down, man. Ganz genau, den werden wir zeigen. I don't want to ruin any more suits sitting on these vermin-infested couches of yours. Man, it's my house you're talking about. Was hat gegen die Hütte? Die ist doch gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Alright, Leute, wir haben einen 10-Tages-Vertrag bekommen, indem wir uns beweisen müssen. Mal gucken, was noch der Manager zu der ganzen Sache zu sagen hat. You did well in the workout and in the scrimmage. He's a baller. You give him a legit shot and he's gonna make the most of it. I mean, when it comes down to crunch time, there's no... Ten days, my man. We'll see if he can swim with the big fish. If he does, he might have a shot to be signed for the rest of the year. He might even find himself a spot in the rotation. If not, son, he's back on the streets. You ready? I'm ready, willing, and able, sir. You'll see. Good. Get out of here. Okay, wir haben also 10 Tage, mehr oder weniger 10 Spiele, um zu beweisen, dass wir es, ja, dass wir es einfach drauf haben, damit sie uns vielleicht eine ganze Saison verpflichten. Ich bin gespannt. Das erste Spiel sehen wir im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bleibt auf jeden Fall dran. Abonniert den Kanal. Es werden jede Menge Videos dazu kommen, auch Tutorials. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich unterstützen mit einem dicken Like. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Yeah, yeah.